Guten Morgen, Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ist Freitag, der 19. September. Wir haben es jetzt kurz vor 7. In Dortmund startet ab 10 Uhr die Inter Tabak 2014. Eine Tabak- und Shisha-Messe. Ja, meine Wenigkeit ist dort mit am Start. Ich fahre jetzt gleich zu dem Kollegen Esan aus dem Shanti-Shop, bei dem ich am Stand ein wenig mit aushelfen werde. Der Mike ist leider heute verhindert. Er musste zu einer Hochzeit und kann deshalb nicht mit zur Messe. Aber ich werde versuchen, euch mit ein paar Bildern und Videos die Messe ein wenig näher zu bringen, da die ja für den Publikumsverkehr nicht so geöffnet hat, sondern eher für Händler und so ist. Ich hoffe, es freut euch und wir sehen uns. Bis dann. Ciao. So Leute, ich bin wieder zurück. Mittlerweile haben wir Sonntag, es ist ziemlich viel los auf der Messe. Und bevor ich großartig rumerzähle, zeige ich euch einfach mal ein paar Eindrücke. Sechs neue Sorten vorgestellt. Zwei davon, beziehungsweise acht Sorten wollen wir bringen, sechs haben wir jetzt vorgestellt. Wir haben uns gedacht, so Richtung Herbst, Winter bringen wir was Cremiges. Das heißt, wir haben eine Vanille gebracht, die auch wirklich nach einem Pudding schmeckt. Wir haben Haselnuss mit Keks, Super Sonic eine neue Sorte, schwarze Johannisbeere, Summer Jam ist so ein Pina Colada Mix. Und Elektro ist ein blauer Apfel, das ist so Richtung Doppelapfel. Ansonsten vom Geschmack her auch alle intensiv, Geschmack sehr mild, wenig Nikotin und feiner Schnitt, wie man es gewohnt ist. So, mal gucken, ob ich noch was abgreifen kann, vielleicht merkt es ja keiner. Das sind aktuell 4 bis 5 Flavors, die noch kommen werden, auf jeden Fall noch einige.
kommt aus Europa, daher auch die Feuchtigkeit und wenig Probleme mit der Feuchtigkeit. Der Tabak ist sehr geschmacksintensiv und dadurch auch mit wenig Hitze sehr, sehr gut zu rauchen und mit sehr, sehr guten Ergebnissen. Die Sorten sind sehr ausgefallen, sehr fruchtig und sehr süß. Auf jeden Fall, ich denke, das können wir zum Tabak 2000 Euro werden. Also, damit danke ich euch und wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Shisha-Freunde und natürlich liebe Grüße an alle Top- und Gotcha-Freunde. Dieses Jahr haben wir etwas ganz Neues für euch vorbereitet. Zum einen haben wir hier die Kokocha Blue, die auf Nachfrage von euch hergestellt wurde in der Größe 25-25-15, also die Flat, wie viele von euch sagen. Wir wünschen euch viel Spaß damit in Zukunft, genauso wie mit unserem neuesten Produkt, der Kokocha Gelb, dritten Generation, die wir mit großem Stolz euch präsentieren, weil wir sie komplett neu aufgelegt haben. Ergänzend dazu noch etwas, wenn du einmal schwenken möchtest, zu unseren 20 Kilo Gold, die wir hier stehen haben, die wir insbesondere für die Großverbraucher, die Shisha-Bars entwickelt haben und die wir gern auch Powerbox nennen. Wir wünschen euch viel Spaß mit den neuen Produkten und hoffen natürlich auf ein positives, wie immer konstruktives Feedback. Andreas Dobus. Ja Leute, das war's von mir von der Intertabak 2014. Sagen wir mal ab. Hier beginnt jetzt so langsam der Verkauf und ja, wie die Fliegen auf dem Haufen sammeln sich hier die Leute, die noch versuchen, die letzten Tabakreste von den Ständen zu ergattern. Wir machen uns langsam am Abbauen. Hier im Hintergrund seht ihr den Stand, an dem ich ausgeholfen habe. Ich habe auf der Messe auch viele Kollegen getroffen, war nett, mal live zu sehen und die Hände zu schütteln. Ziemlich viele coole Hersteller, die auf uns zugekommen sind. Wir haben ordentlich zum Testen, ordentlich für neue Videos, das heißt reichlich Stoff, gefühlt bis 2060. Und bevor ich euch zu Tode quatsche, sehen wir uns ein andermal. Ciao!